So, jetzt aber. Also, wir machen noch eine Runde mit Input und spannenden Projekten, die wir ein Stück weit näher kennenlernen möchten. Und wir haben ja schon gesehen, es hat funktioniert. Alle vorgestellten Projekte haben jetzt nochmal, sage ich mal, die nächste Komplexitätstiefe an Gesprächen führen können. Das wollen wir natürlich in dem nächsten Slot auch nochmal erreichen. Und ich würde euch bitten, einfach alle nochmal euch einen Platz zu suchen. Wir können nach dieser Session die Gespräche natürlich auch weiterführen. Aber es ist auch so schön, wenn wir Aufmerksamkeit fokussieren und uns noch einmal hier kurz versammeln, um uns jetzt mit Projekten zu befassen, die darauf Wert legen, mit Open Hardware Ressourcen zu erzeugen, wieder zu verwerten und zu sparen, also Suffizienz, wichtiges Wort, wichtige Praxis, um weniger zu verbrauchen, um nicht nur Fossiles abzuschaffen, sondern auch generell mit Energie auf eine neue Art und Weise umzugehen. Insofern, lasst uns weitermachen. Ich würde mich freuen, wenn Emanuel und Lukas und Tom und Sarah und Natalia hier nach vorne kommen und wir legen los mit dem Projekt von Emanuel und Lukas. Wir haben jetzt drei Projekte nochmal. Einmal Energiegewinnung mit WindKit, nicht zu übersehen, hinten im Raum. Sauberes Wasser durch Libre Water und mit Hilo zur Liberalisierung von der Textilproduktion. Wir fangen an mit der Energiegewinnung und WindKit. Bitteschön. Danke. Hallo, könnt ihr mich hören? Sehr gut. Hallo. Müssen wir mit der Technik vertraut machen? Ja. Sehr schön. Los geht's. Ja, herzlich willkommen zur Präsentation des WindKits. Ich bin Emanuel. Ja, ich bin Luke und wir haben euch für die nächsten 8 Minuten 15 Fragen und 15 Fakten mitgebracht. Und es wird nicht auf jede Frage eine Antwort geben, aber auf einige. Und genau, nehmt die Fragen auch gern einfach mit nach Hause. Okay, ja, dann starten wir. Frage 1. Warum sind wir so verkrampft, wenn es um geistiges Eigentum und Teilen von Innovationen geht? Dazu haben wir erstmal eine kleine Übung mitgebracht, um uns ein bisschen zu lockern. Wer mitmachen möchte, gern die Arme erstmal hängen lassen. Gern auch die Augen schließen, wenn ihr möchtet. Und jetzt die Schultern dreimal nach hinten. Und noch dreimal nach vorne. Das fühlt sich doch gleich viel lockerer an. Dann können wir jetzt mal loslegen. Vielen Dank, Emanuel. Fakt Nummer 1. WindKit ist eine offene Windkraftanlage. Wie schon angesprochen, nicht zu übersehen da hinten. Was ist das WindKit? Das WindKit macht aus Windstrom, also eine Windkraftanlage. Und es ist aber nicht so eine große wie von Enercon oder Siemens, sondern eine, die auch in den Garten oder auf eine Yacht passt. Es ist eine Kleinwindkraftanlage. Und ein paar Eckdaten dazu. Also die Anlage besteht aus Holzrotorblättern mit 2 Meter Durchmesser. Das heißt, ein Blatt ist 1 Meter lang. Der Maschinenträger besteht aus Stahl und ein Generator aus Magneten und Kupferlackdraht. Und die Anlage produziert 400 Watt Nennleistung. Frage Nummer 2. Was bedeutet eigentlich Open Hardware? Der Tag ist ja jetzt schon, das Forum ist vorangeschritten, aber vielleicht habt ihr dafür ja schon irgendwie eine Antwort gefunden. Wir wollten Sie aber einfach nochmal fragen. Fakt 2. Das WindKit produziert Strom, aber da müssen wir auch transparent oder wollen wir transparent und fair sein, nicht viel. Es sind 200 Kilowattstunden
so ein Schnitt für einen inländischen Standort in Deutschland. Und das ist nicht viel im Verbrauch, im Vergleich zu dem Verbrauch, deutschen Durchschnittsverbrauch. Aber das WindKit soll auch nicht die Lösung der Energieprobleme sein, sondern es soll ein Puzzleteil sein für die Energieversorgung von morgen. Und um diese 200 Kilowattstunden mal ein bisschen einzuordnen, was kann man damit eigentlich so machen? Ja, haben wir ein paar Beispiele. Also 200 Kilowattstunden im Jahr, das sind zum Beispiel 200 Waschmaschinengänge. Oder 200 Kilowattstunden im Jahr, das wäre zum Beispiel 7,5 Jahre eine LED-Lampe leuchten lassen. Das wären 15.000 Ladungen eines iPhone 14, haben wir vorhin ausgerechnet. Oder auch mit einem älteren Telefon, so ein Nokia 3310 oder 3210, vielleicht kennt ihr das noch, das wären dann 60.000 Ladungen. Also vielleicht gar nicht so wenig. Frage 3. Wer hat sich eigentlich geistiges Eigentum ausgedacht? Das Konzept gab es in der Antike noch nicht und irgendwie haben wir es geschafft, dass es in unserer gegenwärtigen Gesellschaft das Default-Setting ist. Fakt 3. Das WindKit ist für uns ein Instrument zur Wissensvermittlung. Wir haben mit unserem Bildungsverein Ernie e.V. in den letzten 10 Jahren unzählige Workshops gemacht zum Thema erneuerbare Energien. Haben da über 1000 Menschen mit erreicht. Genau, auf Camps, Hochschulen, in Schulen. Und ja, sehen das WindKit daher als eine Möglichkeit, den Wandel voranzutreiben. Und Ziel dieser Workshops war es immer, die Energiewende greifbar und erlebbar zu machen, Verständnis zu schaffen für Energieerzeugung und Energieverbrauch. Und das WindKit ist halt das perfekte Vehikel für diese Themen. Frage Nummer 4. Ist eine Innovation das Ergebnis nur eines genialen oder zwei genialer Menschen? Oder vielleicht so anders gefragt ist, also welche Innovationen sind davor schon entstanden, damit wir jetzt hier stehen können? Fakt 4, das WindKit braucht uns nicht. Es ist völlig egal, ob wir morgen insolvent gehen oder ob wir nach dieser Präsentation gar keinen Bock mehr auf Windenergie haben. Die Präsentation ist seit ein paar Tagen online. Das heißt, sowohl die Dokumentation, wie man das WindKit zusammenbaut, als auch alle Dateien, um die einzelnen Teile zu fertigen, haben wir online gestellt und wir haben nur Tools benutzt, die auch vor uns Leute schon erstellt haben, die öffentlich zugänglich sind. Ja, also es liegt so ein bisschen an euch. Geht auf unsere Webseite, schaut euch die Sachen an, ladet euch die Sachen runter, baut das Ding nach, vermarktet es, macht, was ihr wollt. Frage 5. Wann haben Sie das letzte Mal etwas repariert? Fakt 5, das WindKit ist reparierbar und anpassbar. Also wir haben beim Design darauf geachtet, dass wir möglichst viele Normteile benutzen und dass man diese Normteile auch wiederum mit standardisierten Werkzeug zusammenbauen kann. Also ihr braucht nicht irgendwelche kryptischen Schraubenzieher oder so. Das gibt es alles im Baumarkt mehr oder weniger. Dadurch ist das Windrad leicht auseinanderbaubar und es ist leicht wieder zusammenzubauen. Und das ist natürlich auch für die Anpassbarkeit wunderbar, weil damit kann man das WindKit halt auch in lokalen Begebenheiten, wenn es dort mal ein anderes Standardteil geben sollte, auch anpassen. Okay, Frage Nummer 6, meine Lieblingsfrage. In welchen Abfalleimer werfen Sie die Brottüte aus Papier und Plastikfolie? Also diese, ne, wo so beides ist halt. Fakt 6. WindKit kann in Teilen weiter- und wiederverwendet werden. Das heißt, wir haben beim Design des WindKits schon ans Recycling gedacht. Das heißt, das WindKit kann in seine Einzelteile zerlegt werden. Aufgrund der Dokumentation ist klar, aus welchem Material diese Einzelteile bestehen. Und nach dem Ende eines WindKit-Lebens sollten dann noch einzelne Baugruppen oder Bauteile wiederverwendet werden können oder noch nicht komplett defekt sein, kann man diese natürlich auch noch weiterverwenden. Also aus zwei kaputten mach eins. Genau.
Frage 7. Was war nochmal die Frage? Wenn unser gegenwärtiges System die Antwort ist, was war denn dann eigentlich die Frage, Luke? Ja, was war eigentlich die Frage? Also vielleicht war die Frage, wie kann ich möglichst schnell etwas entwickeln, was ich dann möglichst billig herstellen kann, was dann möglichst schnell wieder kaputt geht, damit es möglichst schlecht vielleicht recycelt werden kann. Vielleicht, ja. Ja, Fakt 7. WindKit will einen Beitrag zur aktiven Entkrampfung, wie zu Beginn Teil, also ein Teil dafür sein. Und das bedeutet für mich, dass das WindKit Teil der Energiewende sein soll und dass dieser Mehrwert, der da generiert wird, in erster Linie ein gesellschaftlicher Mehrwert sein sollte und nicht ein unternehmerischer. Ja, und für mich bedeutet das, dass das WindKit einen Beitrag leistet zu einem Paradigmenwechsel, in unserem Fall im Energiesektor, weg von diesem Konkurrenzdenken hin zu kollaborativen Technologien, an denen wir zusammenarbeiten. Ja, und Frage Nummer 8, die letzte Frage, Fragen. Kommt zu unserem Stand darüber oder besucht uns auf unserer temporären aktuellen Webseite, WindKit.cc. Und ja, jetzt gibt es ja auch gleich dieses Panel noch. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Applaus, danke an euch. Ich gehe mal davon aus, dass ihr noch den Tweetback offen habt. Also auch diesmal gilt wieder Fragen, Kommentare an die einzelnen Projekte. Schickt uns was, dass wir diskutieren, gleich jetzt hier im Anschluss. Aber jetzt erstmal Tom, herzlich willkommen. Wir freuen uns auf den Impuls von Libre Water. Hallo? Ja. Ja, hi, ich bin Tom. Ich möchte euch gern Libre Water vorstellen. Und das Projekt wird derzeit von einem dreiköpfigen Entwicklerkollektiv gehostet. Hinter der Entstehung des Projekts sind aber super viele liebe und offene Menschen, die das begleitet und supportet haben und ohne die das so auch gar nicht möglich gewesen wäre. Deswegen danke schon mal an der Stelle. Hier seht ihr Spiros, Simon und mich. Ich habe derzeit Design Lead in dem Projekt und ja, ich bin Industriedesigner und Produktentwickler. Und ja, an Design fand ich schon immer faszinierend, dass man durch die Art der Produktgestaltung Einfluss auf das Verhalten von Menschen nehmen kann. Das klingt erstmal creepy, aber worauf ich da hinaus will, ist die Verantwortung, die damit einhergeht. Also wenn ich euch immer mehr Produkte anbiete, um monetären Gewinn damit zu erzielen, dann sind die wahrscheinlich auch schnell kaputt. Ihr sollt die nicht reparieren können, ihr sollt die ja konsumieren. Und ja, wenn auf der anderen Seite Innovationen herausgebracht werden, die vielleicht grundlegende Probleme lösen könnten, aber dann erstmal durch Patente 30 Jahre zurückgehalten werden, dann ist es für mich einfach keine nachhaltige Entwicklung. Und ja, so bin ich zu Libre Water und Open Source Hardware gekommen. Libre Water versteht Wasser als Grundrecht und trotz der Anerkennung der UN und gesetzter Ziele wie in den SDGs, den Sustainable Development Goals, haben wir weltweit immer noch über 700 Millionen Menschen auf der Welt, die keinen Zugang zu Trinkwasser haben. Und das versuchen wir zu tackeln. Libre Water möchte also Communities in ländlichen Regionen den Zugang zu Trinkwasser vereinfachen, indem wir gemeinsam ein Open-Source-Gerät zur Aufbereitung von Trinkwasser gestalten. Ja, wie machen wir das Ganze? Wie setzen wir das um? Ja, möglichst gemeinsam und möglichst mit den Menschen vor Ort. Denn vor allem ist irgendwie klar, dass es nicht die eine perfekte Lösung gibt, die in jedem Kontext funktioniert. Und es braucht Individualität. Vor allem zentralisierte, große Entsalzungsanlagen haben einige Probleme. Also oft ist die Wasserversorgung abhängig von politischen Entscheidungsträgern, sind verbunden mit langen Lieferketten, also die Wasserbereitstellung selbst passiert dann in Plastikflaschen, die verursachen Müll in ländlichen Regionen, aber auch die Maschinen selbst sind teuer und Bauteile müssen angeliefert werden
Und auch für die Instandhaltung solcher Hightech-Systeme müssen oft externen Expertinnen eingeflogen werden. Und ja, das kostet alles Geld. Und hier fehlt es irgendwie an lokalen Lösungen. Dazu arbeiten wir unter dem Motto Design Global, Manufacture Local. Also wir können unsere Design-Files teilen, wir arbeiten remote mit Menschen auf der ganzen Welt zusammen. Aber wenn es um die Produktion geht, dann arbeiten wir maßgeschneidert im regionalen Kontext. So können wir quasi auch parallel an den Prototypen in Hamburg zum Beispiel arbeiten, der für Labortests ausgelegt ist, und gleichzeitig aber auch in Griechenland, wo wir aktiv sind, schauen, wie die Lösung für die Menschen vor Ort aussehen müsste. Dazu nutzen wir offene Produktionsstätten wie Makerspaces, Fablabs und Hackerspaces, wie wir schon viel gehört haben. Dort finden wir fortgeschrittene, aber leicht zugängliche Produktionstechnologien, also 3D-Drucker, Lasercutter, CNC-Fräsen, haben wir jetzt schon gehört. Das ist super Infrastruktur, die wir da nutzen können. Und ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass wir auch schon mit Entwicklerinnen und potenziellen Endnutzerinnen da in Kontakt kommen. Okay, ihr wollt bestimmt wissen, wie das Produkt aussieht, aber ich hoffe, ihr versteht, warum es mir wichtig ist, zu zeigen, wie solche Produktentwicklungen ablaufen können und nicht nur, wie das Produkt aussieht, was am Ende rauskommt. Aber schauen wir es uns an. Das ist Acrea, unser derzeitiger Prototyp. Von außen eine recht einfache Box aus recyceltem Plastik derzeit. Was wirklich interessant ist, liegt im Inneren. Und das ist auch das Schöne daran, wir können ein Prinzip aus der Natur einfach übertragen und nutzen. Also ihr kennt es vielleicht, wenn die Sonne das Meer erhitzt, Wasser verdampft, sich Wolken bilden und wieder abregnen, dann können wir Wasser gewinnen. Und das passiert eigentlich in der Maschine. Das Prinzip ist schon lange bekannt und ist auch nichts Neues. Also wir bauen hier auf Patenten auf, die seit 1960 ausgelaufen sind, machen daraus eine kleine Lösung oder schlagen eine kleine Lösung vor und stellen das Wissen Open Source zur Verfügung. Das Design ist modular aufgebaut, also wir wollen Komponenten upgraden können, wenn bessere Versionen herauskommen, oder wir wollen sie austauschen, wenn sich der Anwendungszweck ändert. Also zum Beispiel für unseren Prototypen in Deutschland haben wir elektrische Heizpads eingebaut, um die Sonne zu imitieren, weil wir in Deutschland natürlich nicht so eine Sonneneinstrahlung haben, wie in den Ländern, wo es vielleicht eingesetzt werden soll. Aber in Griechenland können wir das Modul dann einfach mit einem Solarthermekollektor zum Beispiel austauschen. Die Modularität hat auch Vorteile für die Kreislauffähigkeit von Komponenten. Also wir können viel besser steuern, wie Teile wiederverwendet werden, dass Bauteile repariert werden können und dass Materialien gezielt zurück ins Recycling geführt werden können. Und das dritte Gestaltungsprinzip ist die Herstellbarkeit in Makerspaces. Also das hatte ich schon erwähnt, aber hier auf der linken Seite seht ihr zum Beispiel die 3D-gedruckten Bauteile für den Wassertank oben und die Wasserabführung unten. In der Mitte ist das Gehäuse CNC gefräst und die Bauteile rechts sind Standardteile, die sich so wiederverwenden lassen oder die man aufbereiten kann. Schauen wir uns noch die abstrahierte Roadmap an, die LibreWater durchgangen ist. Also am Anfang hat sich LibreWater als zweckstiftende Initiative formiert, hat Werte definiert und darum irgendwie eine Vision gesponnen, hat damit ein Netzwerk aufgebaut, mit dem wir jetzt gemeinsam den ersten Prototypen Open Source gestalten konnten. Und jetzt geht es in die nächste Phase, die Community-Phase. Und in der geht es darum, dass wir das Design teilen und quasi Menschen in die Hand geben und dann beobachten, funktioniert die Dokumentation für sie, können sie das nachbauen, passt die Lösung überhaupt für ihren Kontext. Und ja, dazu sind wir in Kontakt mit einem Makerspace in Afrika und wollen quasi das Projekt bis dahin begleiten. Um das Projekt weiter voranzubringen, arbeiten wir auch an der Organisationsentwicklung. Also auch als Kernteam, wie wir hier entwickeln, müssen wir weiter davon leben können. Und ja, derzeit leben wir von Fundings und suchen auch jetzt quasi wieder nach einem Folgeprogramm, nachdem uns der Prototype Fund Hardware da super unterstützt hat in der Prototypenphase, muss natürlich irgendwie weitergehen. Und ja, solche Veranstaltungen wie heute sind dafür natürlich auch eine super Gelegenheit, aber persönlich finde ich es viel motivierender, wenn ich sehe, wie viele Leute vorbeikommen, wenn ich sehe, was für coole Projekte entstehen und dass sich was bewegt in dem Feld.
Genau, wir sind Open Source, also ihr könnt uns gerne auf codeberg.org/libreworte folgen. Da sind alle Informationen zum Projekt, alle Design-Files, Bauanleitungen, YouTube-Tutorials, Interviews. Wenn euch das interessiert, kommt da vorbei. Oder wenn ihr in Kontakt treten wollt, schreibt uns eine Mail an libreworte@posteo.net oder sprecht mich an, der Prototyp steht auch da hinten. Und ja, ich freue mich drauf. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, Tom. Und ich freue mich jetzt, Sarah und ich weiß nicht, ob Natalia, ja, ihr kommt zusammen, super. Es geht bei euch um die Liberalisierung der Textilproduktion und ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Hilo, ihr werdet uns sagen, wie wir sprechen. Herzlich willkommen. Hallo. Ah. Hallo. Ja. Okay. Wir starten nicht hier einfach durchdrücken. Ah, sehr gut. Ja. Hallo. Mal eine weibliche Doppelspitze hier vorne. Auch schön, mal im Open Source Bereich. Ja, wir zwei sind Studio ILO. Ich bin Natalia, das ist meine Mitgründerin Sarah. Und hallo. Wir betreiben das Berliner Studio ILO für Textilinnovation, sagen wir. Also was wir machen mit Open Source, Hardware, aber auch Software ist, Textilherstellung neu zu denken, indem wir den Zugang zu den Technologien, die nun in der Industrie irgendwann mal verschwunden sind, wieder sichtbar machen. Und das heißt, wir entwickeln Open Source Maschinen für den Textilbereich, für die Textilherstellung, aber neben der Maschinenentwicklung beraten wir, wir lehren in dem Bereich, wir forschen in dem Bereich Textilinnovation und vor allem bieten wir da auch Weiterbildung an, nur um uns einmal so zu verorten. Heute wollten wir euch einmal einen kurzen Überblick geben über das, was wir bisher gemacht haben, damit ihr ein bisschen besser einordnen könnt, warum wir auch hier sind mit der neuen Maschine. Was ihr hier seht, ist unsere allererste Maschine, das ist die ILO Spinnmaschine 3.0, sagen wir. Und es ist sowas wie ein 3D-Drucker für Garn, ganz einfach gesagt. Es ist eine technologische Weiterentwicklung des Spinnrads und wir sind damit gestartet letztendlich, damit wir einmal die vorher in der Handarbeit angesiedelte die Spinnskills einmal übertragen konnten, halt auch in etwas, wo wir selber sagen, hey, damit können BürgerInnen, damit können DesignerInnen, damit können aber auch weitestgehend alle Menschen wieder selber Garn herstellen und entwerfen. Heißt, man speist hier Fasern hinein, rauskommt ein selbstgestalteter Garn, den man mit der Software auch adaptieren kann. Und das ist wichtig für euch, weil das wird gleich nochmal in der neuen Maschine hervorkommen. So. Das ist eine andere Maschine, die wir entwickelt haben, auch eine Open-Source-Maschine und das ist so eine Art Anfängermaschine. Die benutzen wir mit Studierenden, die benutzen wir mit BürgerInnen, ist eine Art elektrisches Spinnrad und ich wollte euch das auch nochmal zeigen, weil es gibt verschiedene Level von Open-Source-Hardware-Entwicklung. Das heißt, verschiedene Reifegrade, die auch in verschiedenen Kontexten angewandt werden, um euch auch nochmal zu verdeutlichen, dass das auch wichtig ist und das, was wir vielleicht in der ersten Runde hier mit eurem Support halt entwickelt haben, dass das vielleicht für uns auch erstmal ein Anfang ist und wir den weiterdenken wollen. Denn Ziel unserer Arbeit im Allgemeinen ist von Anbeginn so diese Lücke zwischen Handarbeit, hey, ich muss 10 Jahre, 5 Jahre lernen, wie Spinnen funktioniert und industrieller Produktion, verschlossen, kommen wir nicht ran, wir haben eine Mindestabnahme, wir sprachen mit Designern, die sagen, ich brauchte was für eine kleine Kollektion, aber musste dann halt irgendwie eine Menge von, keine Ahnung, 20 Kilo bestellen und da lag dann so ein Berg am Ende, den ich gar nicht gebraucht habe, 2.000, 3.000 Euro. Und da in diesem Spielfeld wollen wir halt eigentlich ermöglichen, dass halt Kleinstproduktion möglich ist. That being said, übergebe ich einmal an Sarah. Genau, also wie Natalia gesagt hat, wir arbeiten im Bereich Textil und vor allem mit Garne. Und Garne ist eigentlich das Grundmaterial von fast alle Textilkonstruktionen. Und wir haben uns, also mit Garne kann man eigentlich, ist
denke, ihr wisst das. Man kann stricken, man kann weben, also das ist ein Zwischenprodukt. Und wir haben uns in den letzten 5 Jahren sehr stark auseinandergesetzt mit Garn und Garnproduktion und Textilproduktion. So, ich zeige euch, wie das aussieht. Also das ist die Produktionskette für Textilherstellung. Wir fangen immer an mit dem Material. Material Sourcing, es könnte aus den Tieren kommen, wie Wolle oder Baumwolle, pflanzliche Faser oder künstliche Faser. Dann haben wir die Vorbereitung von Materialien, also von dieser Rohfaser, muss man waschen, kardieren, ganz wichtig. Und dann, wo wir uns sehr stark fokussiert hatten, die letzten Jahre, spinnen und später kommt die Konstruktion. Wie gesagt, weben, sticken, stricken und so weiter und dann später kommen die Anwendungsbereiche, zum Beispiel, was wir tragen, Klamotten, aber auch Heimtextilien, Mobility und so weiter. Also, aber wie ihr hier seht, es ist ein komplett, also ein lineares System und das wollten wir eigentlich hinterfragen und haben wir auch in den letzten Jahren festgestellt, wie wichtig ist, die Material vorbereiten, die Faser vorbereiten und vor allem, woher dieses Material kommt. Und auch ganz wichtig, muss man immer neues Material verwenden? Und da kommt die Frage. No? Natürlich nicht. Wir haben es alle erlebt. Covid, volle irgendwie Textilcontainer, Mülltonnen voll generell. Wir hatten ein Riesenproblem, was da halt sehr klar wurde oder offensichtlich für den normalen Bürger, aber im Endeffekt ist das Problem schon lange bekannt. Also Recyclingprozesse sind komplex, sie sind intransparent, laufen größtenteils hinter verschlossenen Türen ab. Es gibt vermehrte sehr coole städtische Initiativen, auch vor allem in Berlin, also Heimathafen zum Beispiel, fantastisch, aber auch Designansätze für zirkuläre Kreislaufwirtschaft, bei denen wir gesehen haben, so hey, wir sind nicht die Einzigen, die das Thema irgendwie adressieren wollen, weil es ist für uns alle relevant. Also Stichwort EU Green Deal, Stichwort wie viele Tonnen pro Jahr eigentlich in Deutschland irgendwie an Altkleideraufkommen hochkommen. Wir wissen alle, es gibt ein Riesenproblem, aber niemand bearbeitet das so richtig. Das war auch ein weiterer Grund für uns zu sagen, so hey, wir packen das an, wir bearbeiten diesen Schritt vor dem Spinnen und das ist das Textilrecycling. Mhm, genau. Genau, und dann im Rahmen von dieser Forderung haben wir diese Maschine entwickelt, das ist die Recycling-Textilmaschine und vor allem wollten wir halt erstmal diesen Prozess des Recyclings zugänglich machen. Und die Maschine funktioniert so, besteht aus 2 Teilen, unten ist der Schredder, also wir öffnen die Textilien und oben kardieren wir, wie vorher gesagt habe, kardieren, es ist eigentlich eine sehr wichtiger Prozess für das Spinnen und das heißt, wir kämmen die Faser in eine Richtung und am Ende kommt ein Fleece raus. Hier habe ich ein Beispiel, ich habe einen alten Pulli, ich kann die in Stücken schneiden, so wie hier. Ich nehme dieses Stück, schmeiße in den Schredder, kommen diese kleinen Garne raus und beim Kardieren kann ich dann die Faser wiedergewinnen. Das heißt, ich habe mein Rohmaterial wiederverwenden, also kann ich die wiederverwenden, diese Rohfaser. So funktioniert die Maschine. Jetzt so viel Zeug auf dem Tisch. Danke. Für uns war wichtig, mit der Maschine eigentlich so einfach wie möglich zu gestalten, damit jeder Mensch sie nachbauen kann. Weil unsere Zielgruppe sind ja vor allem Textildesignern und Designerinnen und die sind keine Maschinenbauer. So, das Ziel war in dem Fall wirklich eine sehr einfache Version von der Recyclingmaschine zu gestalten und zu schaffen. Und wenn wir uns einmal die Anwendungsbereiche angucken, nur noch mal kleiner Exkurs, also was kann man eigentlich mit so einem Fleece machen? Ja, man kann halt, was ich schon meinte, das einerseits einspeisen in so eine andere Maschine und Garn herstellen, den ersten Teil einer textilen Konstruktion, win. Aber was man auch machen kann, hier sind 3 Beispiele. Cloudwool haben zum Beispiel Interior, Fließdecken entwickelt. Wir haben den Textilhafen der Berliner Stadtmission, wo es wahnsinnig viel halt auch um textile Bildung geht und wo man auch viel Altkleider sammelt. Man hat es auch im Bürgerkontext, also für Lehre, für Vermittlung, für eigenes Recycling in Berlin auch anwenden, right?
Und dann noch ein drittes Beispiel, A New Kind of Blue, ein wahnsinnig spannender Berliner Designer, der im Endeffekt Jeans recycelt und die dann wiederum zu neuen Stücken produziert. Also all das sind tatsächliche Anwendungsfelder, an die wir jetzt denken, wenn wir mit dieser Maschine arbeiten wollen. Vielleicht als letztes Slide. Unsere Vision ist es tatsächlich, so eine Art Open-Source-Textilkette zu entwickeln, die einmal den zirkulären Prozess, also die zirkuläre Textilproduktion erlaubt. Wir haben jetzt den ILO, die ILO-Spinnmaschine dafür, sie gibt uns Garn. Die Vorstufe ist nun die Recyclingmaschine, die hilft uns, lokales Material einerseits zu verarbeiten und andererseits aufzuarbeiten, damit wir die da einspeisen können. Heißt, wir wollen industrielle Produktion durch Open Knowledge und Open Source öffnen und ja, wenn ihr Ideen habt, was wir da übersehen oder wo wir nochmal anknüpfen wollen, ist jetzt die Chance, die Diskussion zu eröffnen. Vielen Dank. Danke. Danke an euch. Könnt schon mal Platz nehmen. Und genau, ich bitte Liberote und die Windkit auch noch mit nach vorne. Genau, ihr, ach perfekt, ja, aber wie ihr möchtet, ich kann ansonsten mich auch irgendwo auf die Ecke setzen. Genau, sehr gut. Also ich fand das, habt ihr auch Mikros? Gut, sehr schön. Ich schaue jetzt mal hier auf unseren Tweetback und wollte sagen, also was ich total beeindruckend fand bei euren Beispielen, ist dieser, wie soll ich sagen, der Umgang mit Rohstoffen. Und ich glaube, in dieser Auseinandersetzung eben in industrielle Prozesse reinzugehen, aber auch eine neue Beziehung zu schaffen zu Rohstoffen als etwas, was uns ja, sag ich mal, in einer industrialisierten Gesellschaft eigentlich austrainiert wurde oder abtrainiert wurde. So, und da eigentlich wieder zurückzugehen und zu sagen, okay, wo kommen, also diese Fragen zu stellen, wo kommt eigentlich etwas her und was passiert hinter dieser Wand, wo nur eine Steckdose irgendwie rausschaut, ne? Und in diese unsichtbaren, also diese unsichtbaren Prozesse wieder sichtbar zu machen, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, um überhaupt transformativ auch arbeiten zu können oder eben Open Hardware wieder in diesen politischen Bereich zu holen. Und hier gibt es zum Beispiel eben auch einen Kommentar, dass Richtung Patente und ich glaube, ihr habt es vorgestellt bei Libre Vote, dass eben abgelaufene Patente oder eben dieses Wissen, was geschlossen gewesen ist, jetzt eigentlich wieder geöffnet werden kann. Und vielleicht können wir darüber einmal kurz reflektieren, was steckt da für ein Potenzial für euch drin und ist das sozusagen auch was für uns als Community, was wir vielleicht noch ganz anders nutzen können, um diese Arbeit, die ihr gezeigt habt, auch, wie soll ich sagen, zu festigen, zu beschleunigen. Vielleicht möchtest du beginnen. Ja, die Ansicht ist vor allem für uns interessant als Entwicklerkollektiv. Jetzt, wo wir gerade noch keine Wertschöpfung richtig erfahren, ist das halt vor allem ein Weg, der denkbar ist, zu sagen, okay, wir gucken, was ausgelaufen ist. Das ist prinzipiell Wissen, was allen zusteht. Und wir haben halt die Expertise oder wir können es umsetzen in Open Source Hardware, wir haben damit Erfahrung. Und für uns ist das die Chance, okay, Innovationen, die mal passiert sind, aber geschlossen waren, zu nutzen und das anzubieten und das gemeinsam mit Leuten dann umzusetzen und als kollektiven Wissensschatz irgendwie aufzuarbeiten. Ja. Ich finde es voll spannend, weil ich habe den Patentkommentar reingegeben, weil ich das so cool fand und dachte so, hey, Open Source Hardware, wie geil ist das denn eigentlich, dass ihr einfach ein Patent nehmt, was ausgelaufen ist und das halt wieder zurückgebt, quasi in die Gesellschaft. Und was wir im Endeffekt machen auch, oder wo wir die Gelegenheit hatten, vorher halt auch bei der Entwicklung der Spinnmaschine in Förderprogrammen zu sein, wo wir dann halt auch hingegangen sind, im Endeffekt über dieses Förderprogramm die Möglichkeiten hatten, in die Industrie Einblicke zu bekommen und darüber zu lernen, wie funktionieren diese Maschinen eigentlich. Und das ist das, was jetzt quasi, was wir jetzt downscalen, also Industriemaschinen downscalen. Und dafür brauchst du aber erstmal irgendein Access. Und ich finde es eigentlich eine richtig spannende Idee zu überlegen,
und zu gucken, was läuft denn eigentlich an Patenten aus und wo können wir das Wissen aufgreifen, wenn es frei wird und darauf aufbauen und darauf halt auch irgendwie neue Projekte, ja, das Gesetz zielen. Also sehr cool. Ja, wir hatten sowas Ähnliches gestern. Wir haben uns nämlich gefragt, warum beschäftigen wir uns jetzt mit diesem Windrad? Weil vielleicht wäre es ja auch geil, mal zu gucken, welche Designs gab es halt schon, welche Patente gab es, und haben so direkt an so einen Föhn zum Beispiel gedacht, so aus der DDR oder so. Der hat ja super funktioniert und wäre ja witzig, den eigentlich nochmal zu nehmen und wieder zu portieren in dieses neue Ökosystem. Ja, eigentlich voll die Inspirationsquelle. Also eigentlich neben dem, was auch vorhin besprochen wurde in Bezug auf offene Technologien und Kreisläufe, also nicht nur das zu dokumentieren und offen zu stellen, was ihr macht auf den bekannten Plattformen, sondern eher auch zu schauen, also wo läuft etwas als Patent aus und wie kann man das Private wieder in die Öffentlichkeit eigentlich zurückführen. Und das ist ja nochmal eine andere Art von Aufbereitung, also es wäre irgendwie eine neue Art von Bibliothek oder wie soll ich sagen, auch wahrscheinlich müsste man es eben labeln, es müsste auffindbar werden, und das ist was, was wahrscheinlich die gesamte Community enablen würde, aber auch die Arbeit, die ihr macht, nochmal mehr in diese, und das wäre meine nächste Frage an euch. Ihr habt es ja am Ende gezeigt, wie kommen wir mehr in Prozesskettendenken? Also wie kommen wir in diesen Produkten, die ihr uns vorgestellt habt, nochmal stärker in eine Art, eben nicht Lieferkette, sondern Prozess- oder Entwicklungskettendenke, um dort eine Befreiung, sage ich mal, einzelner Entwicklungsphasen herzustellen? Und wie ist das vielleicht, ihr könnt damit anfangen, also wodurch ist es für euch erstmal klar geworden, dass es darum geht, und wie kann dieser Designauftrag, den ich darin auch sehen würde, wie kann der eigentlich für die gesamte Community auch stärker deutlich gemacht werden, sodass man diese Puzzleteile viel besser miteinander kombinieren könnte? Weil ihr müsst ja nicht die ganzen Maschinen selber entwickeln, und vielleicht hat sie ja jemand hier in der Community schon da. Das wäre toll. Ja, eigentlich uns war bewusst, für mich persönlich als Textildesignerin wollte eigentlich Zugang an die Prozessketten haben, war alles komplett geschlossen. Also ich hatte ja keine Möglichkeit, meine eigene Material zu gestalten. Und so ging es los. So haben wir so Stück für Stück uns gefragt, okay, wie können wir eigentlich Open-Source-Maschinen auch in unserem Bereich als Design-Tool auch nutzen. So diese Freiheit, die Designer und Designerinnen geben, selber das Rohmaterial gestalten, selber das Rohmaterial sogar zu Hause pflanzen. So ging es los, und eigentlich unser Ziel ist genau, fokussieren auf diese kleine Mikroproduktion vor Ort, lokal. Jemand hat heute globales Design, lokales Material gesagt, und es ist genau das Ziel. Und was wir uns wünschen, also wir haben schon 3 Maschinen entwickelt, aber mehr und mehr Kooperationen schaffen, auch sogar mit der Industrie, why not? Das wäre eigentlich das Beste. Um genau diese lokale Prozessketten zu schaffen und dann so je nach Bedarf ein oder der andere Element, so wie du meintest, ein Puzzle einzubringen oder rauslassen. Also ich glaube, Stichwort wäre für mich in eure Richtung lokale Prozessketten und auch nochmal mit dem Blick auf Energie, Energiekrise, überhaupt Energie als Grundlage für alles, was wir in unserer nächsten Zivilisationsstufe tun. Wie können solche lokalen oder welche Rolle spielen lokale Prozessketten für euch? Und vielleicht auch als Provokation, es gibt ja jetzt so eine Ausschreibung, wo man sich in Berlin für Balkonkraftwerke bewerben kann. Wie kann etwas, sage ich mal, wie das WindKit eigentlich das nächste Balkonkraftwerk werden, sodass wir Bürgerbildung mit
Energieerzeugung viel stärker verbinden? Also ich sehe das Windgitter definitiv auch als ein Puzzleteil. Ich finde es auch gut, so darüber zu reden, dass man nicht die eine Lösung hat, sondern dass es halt verschiedene Puzzleteile sind. Wir haben auch, das Windkit ist ja das Windrad an sich erstmal, aber da gehört ja jetzt, um den Strom für uns nutzbar zu machen, gehört noch sehr viel mehr Technologie dazu. Da kann noch ein Laderegler dazu, eine Leistungsregelung dazu. Wir arbeiten noch an einem Datalogger-Projekt, die Batterie. Und das ist definitiv noch nicht geschaffen. Das wären definitiv Folgeprojekte, dass man das, also dass man den Nutzen von Wind hin zu nutzbarer Energie, da fehlen noch diverse Puzzleteile, die noch hinzugefügt werden müssen, damit es dann wirklich ein gesamtes offenes Ökosystem ist. Aktuell ist es noch so, das ist der eine Beitrag, das eine Teil, den Rest muss ich noch dazu kaufen, damit es läuft. Genau, Punkt Balkonkraftwerk sehe ich, ich würde es definitiv nicht auf dem Balkon installieren, aber metaphorisch gehe ich damit, dass es so eine dezentrale Energielösung wird an Orten, wo es sinnvoll ist und Windpotenzial gibt. Und da ist es genau, ist natürlich eine wunderbare Technologie, wenn die offen ist. Und ich hoffe, es kommen immer mehr Puzzleteile dazu, weil wir nehmen, also auch bei unserer Entwicklung, wir haben ja auch auf einen Haufen andere Puzzleteile zugegriffen, und desto mehr wir alle entwickeln und herstellen, offen darstellen und schön dokumentieren, und desto einfacher wird es dann auch für uns alle. Also öffentliche Mittel in offene Produktionen und Systeme. Ja. Und das ist vielleicht auch nochmal eine Überleitung in, sag ich mal, die letzte Runde. Es wird ja gerade eine nationale Wasserstrategie verabschiedet auf Bundesebene, die ja aber genau dieses Prinzip der Offenheit auch ein Stück weit möglicherweise in Frage stellt, oder Wasser als öffentliches Gut oder Wasser als Menschenrecht nochmal, ja, also mit vielen Fragezeichen, glaube ich, versieht. Und wie können wir sozusagen eure Arbeit auch stärker in unserem Alltag platzieren und irgendwie verstehen, dass die Systeme und die Ausstellung da, also das ist eigentlich etwas, was in unsere neuen Routinen eingebettet werden muss. Und wie geht ihr diese, wie soll ich sagen, Kulturarbeit in euren Kontexten an? Und wie kann das auch was sein, was wir hier nicht nur betrachten oder irgendwie als Ausnahme irgendwie mitnehmen, sondern verstehen, dass es eigentlich ein Teil von unserer neuen Realität ist? Also ich glaube, da das ziemlich in den Kinderschuhen steht, bilden wir erstmal alle irgendwie exemplarische Beispiele ab oder Projekte ab, mit denen das irgendwie, die das aufzeigen sollen, wie es funktionieren kann. Und irgendwie brauchst du so eine Ausbreitung der Projekte in viele Sparten oder Produktrichtungen. Also wir haben uns jetzt halt alle ein Gebiet geschnappt, wo wir Experte sind oder Expertinnen und interessiert sind. Aber zum einen brauchen wir mehr Visualität und müssen die Projekte ausbreiten, sodass wir auch immer mehr Communities ansprechen mit den Produkten, die wir gestalten und rausbringen. Weil dann kriegen wir auch die Partizipation und das Feedback von denen wiederum, wie die Produkte aussehen sollten oder welche Lösung die brauchen. Also in den ersten Schritten können wir wahrscheinlich nur exemplarisch was rausgeben und sagen, guck mal, das generiert viel Mehrwert für viele verschiedene Parteien, für Bildung und Forschung und auf Produktebene. Aber in den Folgeschritten, genau, könnte man Produktpaletten ausbreiten, immer mehr Leute ansprechen und Communities abholen und quasi für solche partizipativen Gestaltungsprozesse, wo dann auch mitentschieden werden kann, wie das Endprodukt aussieht, abholen. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen die Vision, aber man kann aber nur einen Schritt nach dem anderen. Okay, finde ich einen guten Vorschlag. Ich setze mal noch eins drauf, provokativ. Als ehemaliger Teil auch einer Urban Gardening-Bewegung würde ich sagen, es gab viele Erfolge und es gab aber auch viele Misserfolge. Und einer der Misserfolge ist, dass wir jahrelang Arbeit gemacht haben im Bereich Urban Gardening, Richtung Bildung, Richtung wir wollen irgendwie ein Bewusstsein herstellen, aber es ging nie wirklich um den Anbau von
Lebensmitteln auf eine Art und Weise, die uns versorgen können. Und ich sage jetzt mal als Provokation an uns alle hier und nächster Wortbeitrag an euch, wenn ich WinKit als natürlich Bewusstseinsbildungsarbeit verstehe, wann passiert der nächste Schritt, dass wir wirklich sagen, jetzt erzeugen wir Energie and we'll do it right? Ja, wann passiert der nächste Schritt? Ich glaube, also um diesen Schritt zu machen, braucht es halt diese Bildungsarbeit auf der einen Seite, und auf der anderen Seite braucht es natürlich auch so ein Stück weit so einen politischen Druck, so Recht auf Reparatur, Recht auf das Einsehen von Manuals, von Baut, also wie bei eurer Maschine zum Beispiel, macht es halt für Leute, die im Designbereich unterwegs sind, total Sinn zu gucken, ah, wie kann ich das erweitern, wie kann ich vielleicht die Technologie weiterentwickeln. Und bei uns ganz praktisch sind es aber auch so Haftungsfragen. Also ich will das Windrad aktuell einfach niemanden auf den Balkon stellen, weil, also richtig cool, dass es diesen Prototype Fund gibt, und da kommen wir wieder zu der Finanzierung, aber für das Geld kann ich am Ende nicht ein Produkt marktfähig machen. Und ja, da sind wir bei diesem Paradigmenwechsel, also auch diese, ich kann mich mit einer Open Hardware, mit einem Open Hardware Produkt nicht bei einem Start-up Inkubator bewerben oder so, weil die natürlich von IP und was auch immer faseln. Genau, also da sind, ich glaube, es ist noch... Kommen so Welten aufeinander, also ja. Es ist ein richtiger Clash eigentlich. Ja, genau. Okay. Ja. Und wenn ich dann auch noch irgendwie jemanden, weiß ich nicht, wenn ich einen Kredit bei einer Bank haben will, dann brauchen die ja auch, also wenn die mit sowas kommen oder wenn ich mit sowas komme, wird es einfach schwierig. Bräuchte es mehr Kredite für Open Hardware? Ja, wahrscheinlich, genau. Ja. Ja. Okay. Also ein anderes Finanzierungssystem, ein anderes Produktionssystem, ein anderes Supportsystem. Mhm. Ja. Offene genau. Systeme, yes. Wie kommen wir dahin, dass wir sie wirklich bauen? Sorry, du wolltest noch was sagen, bitte. Nee, ich wollte sagen, also das Ziel wäre ja, wenn wir es schaffen, dass Open Source einfach nur Nebensache ist. Also wir müssen es schaffen, diese Produkte als Community oder als Teams und von EntwicklerInnen auf den Stand zu bringen, dass sie einfach ein Produkt sind, das ein Bedürfnis befriedigt und auch Leute zugreifen, die dann ganz nebenbei entdecken, wenn mal was kaputt ist, das ist ja alles online, das ist ja völlig verrückt. Das ist ja die ganze Dokumentation online und ich kann dann noch was anpassen. Die Community, wow, gar nicht gewusst. Und das wäre so mein Traumziel. Super, danke. Das Letzte. Also ich wollte nochmal betonen, dass wir brauchen auch eine stärkere Open-Source-Kultur. Also das wirklich so Kinder, also in die Schulen, wirklich diese Mindset auch verbreitet wird, weil sonst die nächste Generation werden dann alles vergessen oder nicht weiter so verfolgen, weil jetzt sind wir auf sehr starke Konsumskultur, kaufen, haben, benutzen, wegschmeißen, und das müssen wir eigentlich schon früh teilen, zeigen, dass das gemeinsam entwickeln, dass die Community eine Änderung oder eine Veränderung schaffen kann. Und das muss man schon mit den Kindern anfangen. So. 100%. Ich habe mich vorhin auch mit Mareike unterhalten, die mit uns zusammenarbeitet. Und sie hat mir erzählt, dass das FabMobil jetzt auch noch mal stärker agiert im Bereich, wie hat es genannt, Bildung, nachhaltige Ziele. Also dass man halt auch diese ganzen Nachhaltigkeitsziele schon mal in quasi die Schulbildung mit einbringt etc. Und wir beobachten halt auch, vor allem wenn wir arbeiten ja vor allem mit Studierenden halt zusammen, ne? Und die nochmal auch was so Zirkuläres produzieren, reparieren etc. nochmal ganz anders ausgebildet sind als vielleicht wir vor 10, 15 Jahren so. Dass da halt auch dieses Mindset beginnt und dass wir mit Bildung halt vor allem in unserem Kontext viel bewirken und eigentlich auch Sarah einfach nur beipflichten möchte, wir müssen ran an die Schulen, wir müssen ran an die Bildung und die nächste Generation irgendwie, also quasi in unserem Kontext halt auf jeden Fall bereit machen halt auch, damit sie bleiben bei uns und auch, dass es für die das Normalste der Welt ist, zirkulär zu denken und zu produzieren. Danke. Also uns verbindet, sage ich mal, der Weg hin zu einer neuen Normalität, sage ich. Und genau damit machen wir auf dem Abschlusspanel weiter. 18.45 Uhr schauen wir uns an, wie wir mit offenen Technologien und einer aktiven Zivilgesellschaft zur
Richtung zukunftsfähige Gesellschaft gehen. Ich lade euch ein zu diesem Höhepunkt, sage ich mal, auch des Tages. Herzlichen Dank an die Projekte und wir sehen uns 18.45 Uhr wieder hier, wo wir genau diese Themen nochmal aus unterschiedlichen Perspektiven, Politik, Verwaltung, Stiftung und natürlich Community hier abrunden möchten. Also bleibt bitte da und nehmt euch nochmal ein Getränk und herzlichen Dank. 18.45 Uhr nochmal hier auf der Bühne zum Abschlusspanel.